Einen wunderschönen guten Morgen. 3. Dezember bedeutet in diesem Jahr AirPods 3. Generation. Die kamen vor ein paar Wochen rein und ich muss sagen, ich habe die unterschätzt. Ich dachte mir, ich probiere die aus und dann lege ich die so am Ende des Schreibtisches ab und greife zu meinen Pros, die unverzichtbaren Pros. Getäuscht habe ich mich. Ich trage die beiden Modelle im Moment in der gleichen Tasche mit mir herum. Total dekadent, weil die unterschiedliche Vorzüge haben. Die Pros kommen natürlich mit diesen Silicon-Tips und der aktiven Geräuschunterdrückung bzw. dem Transparenzmodus. Die hier haben genau diese Silicon-Tips nicht. Und der wahnsinnige Vorteil ist, dass man nicht zusammenknautschen muss, sondern man setzt die sich einfach, man hängt die sich einfach ins Ohr und hat dort Musik, Podcasts, kann mal schnell ein Videogespräch annehmen. Dinge, die man einfach so tut im Alltag. Und ich habe die mehrere Stunden so pro Tag einfach teilweise auch nur in einem Ohr hängen und kriege dann so Informationen übermittelt, die so das Gehirn ein bisschen stimulieren. Was einfach sehr nett ist. Kopfhörer, sehr, sehr nett. Gutes Konzept. Ich war mit denen joggen. Und die haben eine exzellente Windgeräuschunterdrückung. Das haben die Pros in dieser Form so nie geschafft. MagSafe-Kompatibilität ist mir völlig egal. Die lade ich immer noch gerne per Kabel auf. Das ist so meine bevorzugte Art und Weise, die aufzuladen. Die haben eine definitiv längere Akkulaufzeit als die Pros. Das ist kein Kriterium, was man auf diesem Datenblatt ignorieren sollte. Weiße Kopfhörer werden natürlich schmutzig. Also Klebeknete ist angeraten, um die mal so ein bisschen ab und an zu reinigen. Aber ansonsten, ernsthafte Empfehlung. Also, man kann die Pro kaufen. Die Pro klingen noch ein Stück besser als die 3. AirPods-Generation. Aber die Software-Features sind fast identisch. Die Pros haben so ein paar mehr Geschichten, die sie können. Aber die 3. Generation, die wird auch bei den 3D-Audio etc. nicht hinten angelassen, sondern einfach mitgezogen, mitgeschleift. Und das hebt diese ganze AirPods-Linie auf ein sehr, sehr adäquates, hohes Niveau, meines Erachtens. Wenn man im Apple-Ökosystem unterwegs ist, dann will man ohnehin nur AirPods-Kopfhörer, weil die Software-Features einfach so dominant sind. Die 3. Generation, sehr, sehr gut. Ich benutze sie weiter und bedanke mich jetzt erstmal fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns morgen am 4. Dezember an dieser Stelle wieder.